Und einen wunderschönen guten Abend an diesem wundervollen Sonntag, Samstag, oh mein Gott, scheiß Studium, das bringt mich komplett durcheinander. Hallihallo, willkommen, da Nerva ist mal wieder da. Schaut mal wieder nach, was in Cyberpunk so geht. Was ist passiert? Oh, jetzt habe ich zweimal Cyberpunk gestartet. Ja, okay, warum nicht? Ja, wir waren zuletzt. Wo waren wir denn zuletzt? Das ist viel zu lange her. Ach stimmt, wir hatten versucht, mit Panam zu reden, die aber nicht mit uns reden will. Blöde Kuh. Ich hasse sie. Nein. Wahrscheinlich wird sie sich bei mir wieder melden, weil sie Sehnsucht hat. Wenn es nach mir gehen würde, nicht zeitlich genug. Aber egal, anderes Thema. Wir machen jetzt Folgendes. Was machen wir dann? Gehen erstmal zu meinem Wegelchen. Und zwar, ich hatte gerade schon geschaut, ich würde eigentlich gerne noch die... Haben wir noch die Quest offen mit... Warum hörst du nicht? Wenn ich mit Auto reinfahren oder was? Hallo. Wir hatten noch nicht die Quest mit Delamain beendet. Deswegen müssen wir doch da mal schnell hin. Ach, kraftet einen los. Oh Gott. Was kam jetzt auch noch ein neues Update raus für Cyberpunk? Was? Kam jetzt noch ein neues Update raus, die Version 1.1. Ich hätte mir vorhin mal die Patch Notes durchgelesen, so richtig was Besonderes war jetzt nicht mehr dabei. Deswegen wundert es mich auch, warum sie das jetzt unbedingt so großartig ankündigen mussten mit dem Version 1.1. Waren halt wieder ein paar Bugs dabei. Aber jetzt in meinen Augen nichts wirklich Weltbewegendes. Und vor allem, so wie ich es gelesen habe, müssen sie jetzt wohl wieder einen schweren Bug reingebaut haben, irgendeinen Plotstopper. Dass sich Takamura in einer bestimmten Quest nicht mehr anruft. Wo ich mir denke, ja, genau. Ist immer wieder schön, was zu fixen, um dann andere Bugs mit reinzubringen. Hallo Jessica. Winke, winke. Du bist wohl deines Göttergatten schon überdrüssig, dass du bei mir vorbeischaust. Ja, wo war ich stehen geblieben? Was war noch? Ja, also viel mehr war es eigentlich auch nicht. Also ich hatte eigentlich echt gehofft, dass da mehr rumkommt. Wenn es nur ein, zwei neue Quests gewesen wären oder so. Naja, mal schauen. Aber sie sind ja dabei, sie machen was. Es ist ja nun mal kein Game as a Service. Mir geht es sehr gut, Jessica. Ich hoffe, dir doch auch. Du hast wahrscheinlich gerade meine Frage nicht gehört. Du bist wohl deines Freundes schon überdrüssig, dass du bei mir vorbeischaust. Sprich, geht er dir schon auf den Sack. Weil er vorhin gesagt hatte, dass er Urlaub hat Anfang Februar. Hast du auch Urlaub? Hallo, Delamain. Ich habe vergessen, Sie daran zu erinnern, den Scanner zurückzugeben. Falls Sie ihn dabei haben, bitte legen Sie ihn zurück. Welche Box sind die hier? Alle Verlorenen sind wieder in meinem Besitz.
Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Hilfe danken. Bitteschön. Wie eine Schnitzeljagd nach deinen Stimmungsschwankungen. Du bist komplexer als gedacht. Ja, nun, ich habe den letzten Anteil Ihres Honorars überwiesen. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Wie kam es zu der Persönlichkeitsspaltung? Und warum? Eine gute Frage. Ich gehe der Sache nach, aber im Moment weiß ich leider nicht mehr als Sie. Danke für die angenehme Zusammenarbeit. Gleichfalls. Ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit Ihnen zu arbeiten. Einen schönen Tag. Wie ist es mit Saxophon gekommen? Ist er in Night City gelandet? Bedauerlicherweise hat mein Anwalt mir davon abgeraten, Fragen dieser Art zu beantworten. Wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Verrätst du mir wenigstens, wie du an diese Taxifirma gekommen bist? Nun, das ist kein Geheimnis. Ich übernahm einen schwächelnden Betrieb, implementierte ein neues Geschäftsmodell, et voilà. Aber warum eine Taxiflotte? Ständige Bewegung, Anpassung, interessante Menschen. Was könnte schöner sein? Was? Das reicht doch, dass ich neben ihm sitze oder nicht? Ja, es reicht schon. Aber, naja, egal. Ich sag dazu nichts weiter. Was ist Urlaub indirekt bei mir? Ne, das ist aber schön. Da könnt ihr zumindest mal ein paar schöne Stunden miteinander verbringen. Mal nicht vorm PC. Konnte mich noch gar nicht bedanken dafür, dass du mich gerettet hast. Eine Selbstverständlichkeit. Sie sind ein geschätztes Excelsior-Mitglied. War für mich eher ein unbezahlbarer VIP-Service. Danke. Wie ist es so für eine KI in einer kohlenstoffbasierten Welt? Nicht außergewöhnlich. Es ist eine komplexe Umgebung, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Ernsthaft? Ich finde grenzenloses Scheißchaos zutreffender. Womöglich erkennt nur ein Außenstehender die Schönheit in der fraktalen Architektur, der Struktur von Leben und Tod. Meiner Ansicht nach sind es gerade die chaotischen Elemente, die es dieser Welt ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Bist also ein Fan von Schönheit, oder? Um unter Menschen zu leben, ist es wichtig, eine fundamentale Gemeinsamkeit im Verständnis zu finden. Wahrheit und Gut sind bekanntermaßen spaltende Werte, während Schönheit universell ist. Wie ist es so für eine KI in einer kohlenstoffbasierten Welt? Nicht außergewöhnlich. Es ist eine komplexe Umgebung, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Ernsthaft? Ich finde grenzenloses Scheißchaos. Womöglich erkennen... Ist das dein Ziel? Dich weiterzuentwickeln? Die Welt ist ein Prozess. Man fährt nie zweimal auf derselben Straße, um es so zu sagen. Sie und ich, auch wir sind Prozesse. Wir verändern uns mit der Welt um uns. Für mich bist du kein Außenstehender. Wie schön, das von einem Menschen zu hören. Ich tat mein Bestes, mich zu assimilieren. Bist also ein Fan von Schönheit, oder? Um unter Menschen zu leben, ist es wichtig, ein... Wahrheit und... Okay, gut. Anscheinend kann ich immer nur selber mit ihm reden. So, das ist der Plan. Okay, ja. So soll es ja auch sein, wenn er schon beide Urlaub hat, ne? Kann auch bis 15.02. chillen und dann geht es wieder los mit Arbeit. Was? Bis 15.02? Zu lange. Ich muss eigentlich auch noch Resturlaubstage nehmen. Ich habe auch noch 7, glaube ich. Gut, treffen wir uns mal mit der netten Rogue, was die zu sagen hat. Aber ich werde wahrscheinlich, ich glaube Mitte Februar habe ich mal noch vom Studium aus eine Prüfung. Ich glaube, da ist es ganz gut, wenn ich da vorher mal ein paar Tage frei nehme, noch zum Lernen. Da werde ich dann wahrscheinlich noch ein paar Tage nehmen. Weil viel mehr anderes kann ich eh nicht machen. Scheiß Corona. Oh, was? Neuen Job? Was ist denn da los? Ja, jetzt musst du mich auch mal aufklären. Wie kommt's? Was für ein neuer Job? Wieso? Boing, boing. Sorry.
Guten Tag, die Damen, guten Tag, die Herren. Wen haben wir denn da? Hallo, Emery. Hey, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's? Mir geht's gut. Also, wir haben schon miteinander gesprochen. Okay. Ich habe Berührung in der Nähe von meinem Freund, die haben mich genommen. Ah, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Langsam merkt man dir dein Alter an. Die Frau konnte nie was wegwerfen. Was hast du denn da? Crispin Whelan. Was ist denn los? Hey, wie? Hallo. Abgehört, ihr jagt Smasher. Bereit? Wir reden unterwegs. Kommst du mit? Nein, mein Part ist erledigt. Willst du den Smasher nicht auch tot sehen? Ja doch, aber nicht aus dem Meer. Der Bastard hat die Angewohnheit, von dem Toten zurückzukommen. Echte Bastarde finden immer einen. Gehen wir. Auf geht's. Oh, Johnny. Ja, Johnny, jetzt geht's los. Was nun, bei der alten Arbeitsstelle hat es einfach nicht mehr gepasst. Ja. Ja, oder ist doch schön, wenn du was Neues gefunden hast, wenn es auch jetzt so schnell dann ging. Kommst du später wieder? Vielleicht, weiß nicht. Warte. Ich würde mal fast vermuten, bei Rewe wirst du auch besser bezahlt, ne? Wie genau hat dir Whelan geholfen? Er hat dafür gesorgt, dass wir Grayson zu Hause antreffen. Wir wissen also, wo er ist. Aber heißt es jetzt auch, dass ihr dann zusammenzieht, oder so? Wenn ich das die privaten Fragen stellen darf. Wo ist mein Motorrad hin? Rogue One. Ich hab da was für dich. Ajeksche. Gehörte die Johnny? Nicht, dass du uns verwechselst, wenn ich sie trage. Ganz sicher. Nie im Leben. Eine Replik. Maßgeschneidert. Die echte ist sicher vor Jahren zu Staub zerfallen. Okay. Danke. Steig ein. Alter, was ist das für ein Auto, ey? Endlich siehst du nach was aus. Fuck, wie ging dieser Fotomodus? G? Nee, E? Nee. X, und. Ah, fuck. Gegen dieser Fotomodus. N. Oh Gott, sehe ich kacke aus. Oh, jetzt habe ich echt die Jacke an. Okay. Habe ich die ausgerüstet? Kopie von Johnny Samurai's Jacke. Interessant. Ja, wir kommen her. Und ja, also ja, ihr zieht zusammen. Och, toll. Das ist wenigstens mal unter Kontrolle, Andi. Was hat Johnny über mich erzählt? Ihr beide redet doch dauernd. Hast du eine Ahnung, was Grayson vorhat? Hat Whelan mehr rausgefunden? Nur, dass Grayson sich seit dem Maelstrom-Job bei den Docks verkriecht. Er arbeitet für die? Nicht für Smasher? Smasher hatte immer mehrere Eisen im Feuer. Wenn sich dort beide verstecken, Meister und Lehrling. Okay. Schon komisch, dass du Smasher nicht früher begegnet bist. Hier und da ist sein Name gefallen. Und du hast nie versucht, ihn zu finden? Hör zu, wie. Dass Johnny zurück ist, ändert gewisse Dinge. Okay, klar. Glaub mir, ich weiß das. Willst du das echt machen? Wieso? Kriegst du kalte Füße? Nein. Ich will nur nicht, dass Johnny dich einlullt. Er ist besessen von Adam Smash. Alter, ist das hell! Findest du? Ich will nur Fair Play. Dann kommen wir wohl später drauf zurück. Das habe ich schon die ganze Woche. Achso, ihn unter Kontrolle. Ja, okay. Ja, so muss es auch sein. Wahrscheinlich brauche ich das auch.
Finde ich die Ampeln alle von Rot auf Grün wechseln. Dum, 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 dum. Sind wir langsam mal da, Rogue? Mach schneller, Mädel. Mein Gott. What the? Was denn? So, weiter kommen wir nicht. Könnte unser Glückstag sein. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Wichser muss hier irgendwo sein. Also, wie lautet der Plan? Wayland hat Grayson irgendwo bei den Docks gesehen. Mit jemandem. Smasher. Das hoffe ich. Zuerst müssen wir zum Maelstrom-Datenterminal. Da gibt's bestimmt Infos über Smasher. Da drüben, Hauptlagerhaus. Okay. Woher weißt du, wo ihr Datenterminal ist? Hab den Kauf selbst arrangiert. Athena D3, externe Datenbank. Wusste nicht, dass du für Maelstrom arbeitest. Ich mache alles, wenn die Bedingungen stimmen. Hab die letzten 50 Jahre viel verpasst. Okay, okay. Losgehen. Zu viele Ratten überall. Lass uns warten, bis es dunkel ist. Okay. Und was machen wir so lange? Warten und beobachten. Na gut. Was muss man am 8. oder 9. beim Rewe anrufen und fragen, wenn ich am 15. anfangen muss? Achso, okay. Das wissen wir noch gar nicht. Dunkler wird's nicht. Ja, dann steigen wir raus. Das weißt du also noch gar nicht. Aber was musst du machen an der Kasse oder? Wo bist du dann? Na los, gehen wir. Sie ist nervös. Ich hab eine Idee. Gib ihr Deckung, sicherheitshalber. So, was wird das jetzt, Mrs. Rogue? Wow, was auch immer das war. Okay. Wow. Leise jetzt. Muss ich nicht mal meine Stärke einsetzen? Nee, das konnte mir der Chef noch nicht sagen. Okay. Siehst du sie? Wir müssen zum Datenterminal. Leise. Wie? Jetzt muss ich alleine weiter, oder was? Ja. Dann machen wir jetzt alleine weiter. Post, Kasse und Abholservice in der Anfangszeit. Ah, okay. Post sogar. Wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Oh, ja. Lass dich nicht entdecken. Kann ich die Kameras ausschalten? Ja, natürlich nicht. Oh Gott, hier sind Gegner. Du meinst da in dem anderen Schuppen? Ja, okay. Nee, da kackt uns sicher keiner ans Bein. Aha,
sicher. Sieht mich keiner. Jetzt aufklauben. Okay, Rogue ist einfach mit hergekommen, wo auch immer du herkommst. So, und jetzt. Hoppala. Komm ich irgendwo rein? Sind hier Gegner? Okay, das ist es. Scanne es. Vielleicht finden wir was. Ich bewache die Tür. Sie weiß genau, wo er ist. Hält dich nur hin. Ich sag ja, sie hat immer noch Angst vor ihm. Oh, aber ich habe keine Angst vor Smasher. Ebunike von Smasher und Crazy. Auf dem Schiff. Ich habe diesen Pendant. Ich habe diesen Pendant gesagt, sie sollen dir nicht im Weg sein und sie von dem Transporter fernhalten. Ich hinterlege die Sache am Ufer. Du wartest geduldig auf der Ebunike für eine Woche, dann beruhigt sich alles wieder. Scheiße, vielleicht fühlst du dich dann schon richtig zu Hause. Wenn was passiert, meld dich. Bezahl oder dein Kopf explodiert. What the fuck? Okay. Fühlst du dich heute Nacht einsam? Ja. Jede Nacht. Da ist sie. Die Ebunike. Sieht überaus. Ganz schön große. Das Innenleben ist noch schlimmer. Gehen wir. Was ist denn für ein Strahl? Vor allem mit Schrotflinten in der Hand. Okay. Vorsicht! Die sind es sonst. Ja, das ist unruhig. Schwer zu glauben. Durchsuchen wir das Deck. Okay. Okay. Warum tust du das eigentlich? Hab noch eine Rechnung offen. Johnny, rechnen. Das auch. So. Och, Mädel, erschreck mich doch nicht so. Suche auf der Bunike nach Smasher. Da hinten ist was. Das ist er aber nicht, ne? Aber irgendwie macht mir das Angst, dass er sich so versteckt. Dämonen. Warum sollen der eigentlich auf Deck sein? Er wird doch bestimmt unter Deck sein. Oder auf der Brücke oder so. Kann ich nicht auf der Brücke? Oh. Nein, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Uff. What the? Ja. Sieht aus wie Aufnahmen. Kannst du sie abspielen? Ich kann's versuchen. Was würde die Aufzeichnung? Was soll das bringen? Finde den Wichser einfach und zieh's durch. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Aber wenn Mary was zustößt. Du hast 24 Stunden. Wenn ihr bis dahin nicht aus dem Nightcorp-Deal raus seid, stirbt sie. Fuck, kapierst du's nicht? Du kannst nicht den ganzen Militech-Vorstand mit Entführung erpressen.
Ich weiß. Ich erpresse dich. 24 Stunden. Konzerne, immer dasselbe. Oben Hände schütteln, Schulterklopfen, Schwanz wedeln. Und unten hält Smasher jemandem eine Waffe an die Schläfe. Schwanzwedel. Eine Stunde. Das wird nicht klappen. Hab's ja gesagt. Also wozu all das? Die Frau stirbt in einer Stunde, wie befohlen. Warum hat er das aufgenommen? Vielleicht war es Grayson, was gegen ihn zu haben. Ich glaube, du hältst Grayson für zu schlau. Alles okay, Rock. Okay, er stellt dich halt an die Wand wie so eine Bekloppte. Was ist denn jetzt los? Warten, Moment. Was ist denn jetzt passiert? Oh, war das jetzt so gewollt? Ich hab mich ja instant gesehen. Oh, so richtig einen anderen Weg gibt's jetzt hier auch nicht, ne? Warum sieht denn der mich instant? What? What? Na, dann kriegt er jetzt wohl erstmal einen Kopfschuss. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Richtig gut. Ja. Ja. Richtig gut. Ich weiß. Ich habe auch geschossen. Sieh mal einer an. Trifat. Wartet hier Alter, auf, dass Rogue. Sie Strecken verpacken und draußen. Schreib mich doch nicht so. Da, sogar beschriftet. Medikamente. Oh, hatte die keinen Kopf? Okay, dann kriegt der andere Dude unten jetzt erstmal noch einen Kopfschuss und rechts, der kriegt einen Kopfschuss. Ist zu blöd. Weiß nicht, warum die mich instant sehen, aber wahrscheinlich soll das so sein. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oh, mich nervt das. So, weg. Weiter so. Bleib doch mal ganz ruhig. Mach das schon. Hallo, springen, danke. So, und du kriegst eigentlich auch noch einen Kopfschuss. Fuck, hörst du das? Grayson, ja. Nein, das nicht. Der Wichser schießt auf mich mit meiner Knarre. Malorian 3516, eindeutig. Die erkenne ich unter Tausenden. Du kommst hier nicht lebend raus. Mädel. Nimm die Waffe. Was soll? Ach, dieses Spiel, ey. Waffen nehmen, ich glaube, die gehört da nicht. Schön, schön langsam. Oder ich durchsieb dich. Grayson. Echt jetzt, Rogue? Sind wir zwei nicht mehr auf derselben Seite? Sollte mich nicht überraschen. Du fällst deinen Verbündeten ja öfters mal in den Rücken. Wo ist Smasher? Kennt ihr zwei euch? Jeder kennt Rogue. Lebende Legende, die Frau. Rogue? Hast du dich nie gefragt, okay, wie Rogue nach dem Angriff überlebt hat? Warum niemand sie zur Strecke gebracht hat? Die einzige Überlebende von dem Atlantis-Abschaum? Ich frag mich das nämlich, was sie für so viel Einfluss alles machen musste. Wem sie das Arschloch geleckt oder die Fotze gefingert hat. Na. Was labert der da? Der will dich nur verwirren. Meint, er kann sich aus der Sache rauswinden. Wo ist Smasher jetzt?
Bei den Arasakas. Aber das weißt du sicher schon. Wann kommt er wieder? Nie. Der gute alte Adam ist dort jetzt Sicherheitschef. In dieses Rattenloch kommt er nie zurück. Bin nur noch hier, um alles abzuwickeln. Scheiße. Allerdings, so weit hoch kommt ihr nie im Leben. Ihr kommt nicht an ihn ran. Aber macht euch nichts draus. Er findet euch. Der erledigt solche Sachen gern persönlich. Du Wichser wirst uns zu Smasher führen. Selbst wenn ich das wollte. Er vertraut mir nicht. Warum interessiert ihr euch überhaupt für Smasher? Tue ich nicht, sondern für Silverhand und was mit ihm passiert ist. Johnny Silverhand? Was willst du denn wissen? Du hattest Silverhands Waffe. Du auch ein Fan? Hat Smasher sie dir gegeben? Als Belohnung für einen besonderen Job. Hat Smasher dir gesagt, was er mit Silverhands Leiche gemacht hat? Stehst auf ihn, hä? Willst den Wichser ausgraben? Oder willst du hören, wie er in seiner eigenen Pisse krepiert ist? Frittiert von Soulkiller? Was haben sie mit ihm gemacht? Badlands. Bei den Ölfeldern. Dort liegt er. Nimm die 101 nach Norden, dann fahr zur Deponie. Wenn du tief genug gräbst, findest du vielleicht seinen Silberstrahl. Mach den Fucker fertig. Erledigen wir das endlich. Bei der Schmeißfliege kriege ich das Kotzen. Nein, wartet. Ich hab da noch was. Silverhand, den magst du doch, oder? Hab da noch was. Soll ich ihn umlegen? Verdient hat er's. Ja. Ich meine, tu, was du für richtig hältst. Smasher hat was, das mal Johnny gehörte. Du kannst es haben, aber lass mich leben. Wie kommt Smasher an Johnnys Zeug? Hat gesagt, Saburo Arasaka hat befohlen, die Leiche und all sein Zeug zu entsorgen. Hat alles verkauft, bis auf die Malorien und das andere. Ja, was ist denn das andere? Sag's mir. Heute ist dein Glückstag. Wirst du etwa weich wie? Das, was ich meinte, ist in dem Container. Auf dem Goliath da. Was ist da drin? Wirst schon sehen. Hab die Zugangskarte hier. Nimm! Gott verdammt! Das sind für ein Mädchenschlag. Also Kiro. Totale Zeitverschwendung, die ganze Sache. Keine Spur. Kein Nichts. Fuck weh. Sag ihr. Was soll ich sagen? Naja, wir wissen jetzt mehr. Mhm. Dass sie Johnnys Leiche wie Müll entsorgt haben. Smasher... Oh, fuck! Du verstehst es nicht! Es geht nicht um Smasher! Er ist doch nur die Spitze des Eisbergs! Und selbst wenn wir ihn kriegen, was haben wir davon? Das war's für mich. Ich bin weg. Gar nicht neugierig? Ich bin weg, wie? Ja, dann tschüss. Lass sie einfach, wie. Sie fängt sich schon wieder. Aber bis dahin ist sie lieber allein. Okay, das verstehe ich. Wir müssen den irgendwie runterkriegen. Wenn da was von mir drin ist, will ich's zurück. Okay, ich suche die Steuertafel. Ja, deswegen habe ich ihn auch nicht gekillt, ne? Weil ich mir gedacht habe, dass du das haben willst, Johnny. Bist ja mein Freund. Nee, Keanu, Entschuldigung.